gerade meine Kontrolle zusammengehauen. Alter, der zittert voll. Upsi. Ja, Grüße und willkommen, Wurmoschis, hier beim neuen Video. Wir spielen Cactus Cowboy Land VR. Tut mir leid, dieser 8-Bit-Sound ist einfach der Wahnsinn, deswegen musste ich vorher ein bisschen dancen. Das ist ein kleines Indie-Spiel, welches es momentan gratis auf itch.io gibt. Das ist mehr oder weniger ein Jump'n'Run in VR. Wir fangen jetzt einfach mal direkt von vorne an. Ich habe schon mal reingezockt, aber wir fangen direkt von vorne an. Das ist, glaube ich, unsere Freundin. Ja, das war das Intro. The Evil Horst Weinsnacker and his anti-Cacti Robot Army have kidnapped the Cacti Princess and brought terror and despair into the land. It is on you to bring back peace loaded with 6 rounds in your chamber, you the Cacti. Scheiße. Ja, Rest müsst ihr dann noch einmal pausieren und nachlesen. So, let's do this. So, das sind wir. So, das Spiel benutzt eine Mischung aus natürlich gekauften Assets und selbst erstellten Assets, was man auch irgendwie sofort merkt an dem Spiel, selbst wenn es halt, es ist von einer Person gemacht, also selbst wenn es so aussieht, das ist halt, ne? Es ist aber, es ist irgendwie, es ist eins von den Spielen, wo es seinen eigenen Charme versprüht. Deswegen, das ist mir scheißegal, dass das nicht high-polished ist. Was Gute ist, es gibt Linkshänder-Modus. Hat der extra noch fix reingepatcht, nachdem ich das erste Mal gespielt habe. Ja, erstmal Lob daher. Ja, wir können schießen, 6 Schuss, danach nachladen. Wir können springen, logischerweise. Laufen, ups. Ja, laufen, smooth turn, alles so, wie es gehört. Und wir rushen jetzt mal eben durch den Level. Ich kann übrigens richtig nicht treffen, voll scheiße. Es gibt übrigens keine Checkpoints. Also wenn wir es verkacken, wenn ich es jetzt gleich verkacke, dann darf ich von vorne anfangen. Einzige, was mir aufgefallen ist, siehst du, dass die Hits nicht immer registriert werden. Ich kann eigentlich, hätte schon lange kaputt sein müssen, aber es fehlt dieses Klingen. Jetzt aber. Deswegen, also die Hit-Detection ist meiner Meinung nach noch nicht hundertprozentig, wie sie soll. Wir können den Sprung auch in der Luft etwas steuern, was die Sache einfacher oder schwerer macht. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Scheiße, siehst du. Ach, ja, cool. Die fliegen nur eine bestimmte Länge. Das ist eine bestimmte Strecke vielmehr.
Da unten sind zwei. Ich weiß gar nicht, ob es Fallschaden gibt. Das wollte ich schon mal testen. Das habe ich noch nie getraut. Scheint nicht. Siehst du, so müsste das jedes Mal klingen. Das habe ich bei den Gegnern aber auch, dass sie nicht immer registrieren, die Schüsse. Wir haben natürlich drei Hitpoints. Siehst du, der eine Schuss, der hat nicht registriert, obwohl der getroffen hat, meine ich. Siehst du, der letzte Schuss hat auch wieder nicht registriert. So, Level 2. Level 1, 2, sorry. 1-2. Der rote Block, der fällt runter, wenn man nicht schnell genug ist. Scheiße, ich hätte... Alles klar. Ja, wie gesagt, den Level, den kenne ich auch noch. Beim dritten, da wurde es dann schwierig. Die Sau mich echt getroffen, ey. Boah, das war richtig knapp. Der Sprung ist hier. Da hatte ich aber richtig mehr Glück als Verstand. So. Bei dem Level hing ich dann so ein bisschen. Da bin ich jetzt auf Nummer sicher. Na komm. So. Hier hat es mich letztes Mal zerrissen, weil ich den Kugel nicht ausweichen konnte. Ich habe den nicht schnell genug platt gekriegt.
da ist noch einer. Nein, das ist nicht dein scheiß Ernst, oder? Oh, fuck you, ey. Da ist doch... Ach, warte mal, da schießt irgendwo noch einer. Boah, Alter, das gefällt mir da gar nicht, ey. Sich damit gegendrehen wahrscheinlich, ne? Oh, ich hab's geschafft. Geil. Alter, das Ding, das macht mich kirre. Ich kotz gleich. Boah, Alter, das ist richtig fies, ey. Puh, oh. Irgendwas Fieses, ich schwöre, ey. Oh, das wusste ich, dass die Hits wieder nicht registrieren und dann... Irgendwo. Boah, Alter, der kann durch Wände schießen. Was soll die Scheiße denn? Oh, Bosskampf. Okay, also man dreht sich nicht mehr, das ist schon mal gut. Einfach springen, das hilft. Ich weiß zwar nicht für wie lange, aber es hilft. Ach so, oh, hä? Ah, scheiße. Ja, alles klar. Ich habe Angst. Irgendwas kommt dir doch jetzt richtig fies, ey. Wenn die Hits mal detecten würden. Nein, scheiße. Oh, fuck, ich brauche nicht ein Herz.
Nein! Fuck! Boah, ist das schwer. Oh, Idiot. Oh, Idiot. You have defeated the evil Ganagambak and rescued the Cacti princess out of his castle of darkness. But our journey isn't over yet. There are more friends in the hand of the cactus mating robots, and only you, the cactus cowboy, has the capabilities. Ich kann schon nicht so schnell lesen. So, 2-1. Was sagen der Chiptune? Der gefällt mir richtig gut. Der hat auch sehr was C64-mäßiges. Boah, da kann man den Sprung schaffen. Das sieht mir irgendwie so mega knapp aus. Oh, wir sind ja hier im Space. Kann ich dann höher? Ja, alles klar, ich dann höher. Okay. Was? Wo? Ach da, scheiße. Oh, warte mal. Fuck! Oh, wie ich nicht treffe, ey. Scheiße. So, nachladen. Oh, jetzt. Do you want to die? Kleiner Spritzer, du, ey. Ah, oh, scheiße Arschloch, ey. Hey, so kann ich hier nicht. Oh, scheiße. Was? Ach, na, no, fick dich, ey. Das war eine verbrechliche Plattform. Okay, so. Jetzt aber.
Boah, Alter, das macht einen richtig hart kirre, ey. Boah, da musst du aber wirklich richtig dich fokussieren, dass du das... Boah. Alter, 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 Alter. Oh Scheiße, ey, warte, warte, warte. Das will ich jetzt eben einmal wissen. Naja, wahrscheinlich hat das nichts zu bedeuten, wenn ich die... Da hätte ja sein können, dass das was macht. Es sah irgendwie so aus, als ob das... benutzbar war. Explosive Station. Ja, und jetzt? Aha. Oh nein! Oh Scheiße, ja, okay. Oh, Scheiße! Boah, Alter, ich hab den dreimal getroffen und da... Ach komm, Arschloch, ey. Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Nicht so mit mir. Boah, das kann jetzt so einen Moment dauern. Ja, ist klar. Kackvogel. Was denn das Wort ist, ey. Komm her, Bastard, ey. Alter, das Ding müsste schon lange tot sein, ey. Boah, jetzt aber. Nein. Aber wie gut, dass ich da jetzt bestimmt nicht die Dynamit herholen muss, ey. Nein! Okay. So. Hier mache ich jetzt erstmal Stopp. Das ist auf jeden Fall... Cactus Cowboy Land VR kann ich nur empfehlen als... kleines VR-Jump'n'Run für zwischendurch. Wie gesagt, bei itch.io gibt es das gratis. Ich werde auch das Spiel verlinken unten. In diesem Sinne sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.
gerade meine Kontrolle zusammengehauen. Alter, der zittert voll. Upsi. Hey Wurmoschi-Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Vergesst nicht, bei unserem Gemeinschaftskanal die drei Flatingos vorbeizuschauen und natürlich bei meinen beiden Kollegen Chris Reality und Tupac VR.